Du meinst jetzt die Depots da im, Diese so Säule, halb die im wir Kreis da. stehen? Das Ding hat, glaube ich, Abi gebaut. Ich kann mir vorstellen, dass es Fabi war. Also entweder war es Nico, aber der sagt gerade, er könnte sich vorstellen, dass es Fabi war, dann war es wohl der Fabi. Hab das noch gar nicht gesehen. Ah, ich habe es in der Community Map gesehen. Das war also richtig gut. Also hat mir richtig gut gefallen. Jetzt schauen wir mal, ob ich sowas auch hinbekomme. Das ist auch richtig, auch nicht ganz. Der KI ist es nicht ganz egal, in welchem Depot sie fährt. Sie muss es einfach erreichen können. Es geht da jetzt eher um den Schönbau-Flair. Ja, ich verbinde sie, glaube ich, erst einmal. Ja, da habe ich sie. Was ist denn hier kaputt? Im Chat steht, ich hätte Freunde auf Twitch. Oha. Ich. Da Da. hast nicht aufgepasst. Jetzt hast du Salat. Tja, jetzt hast Freunde auf Twitch. Nein! Wow! Wie geil ist das denn? Was? Was? Ja! Was denn nur? Ja, schaust dir an, dann weißt es. Nicht, was er meint, ihr? Es gibt eine moderne Depot Halle. Als Halle, denke ich mal. Depot als Halle. Ja, gibt es. Ja, Ja, das Gelbe, das kennen wir doch. ich weiß, dass es sowas gibt. Ich gehe mal davon aus, dass du noch nicht ganz so lang dabei bist. Ich habe eingangs mal gesagt, dass ich keine weiteren Mods in dem Patch jetzt dazufüge, weil es noch ein kleine Schwierigkeiten gibt. Und ich möchte dadurch mein Save Game jetzt nicht komplett ruinieren wieder. Ich bin froh, dass ich es überhaupt zum Laufen bekommen habe. Deshalb werden diese Mods jetzt auch nicht hier im Spiel sein. Wie gefällt es euch? Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, da kann man auch noch Schnickschnack und Pipapo und Zeug nachher dann zum späteren Verlauf nochmal dazufügen. Sobald ich mehr Assets auch reingeladen habe in diesem Safe. Das wäre jetzt halt schön, wenn man das jetzt mit einer Weiche realisiert. Ja, ich bin die Deutschen. Richtig. Schland, ja. Genau, Schland. Das ist Schland. Da ist auch erst ein Beta-Patch. Also der ist noch nicht vollends fertig.
So, wenn Tom zuschaut, ich brauche den Ringlockschuppen dringend. Ja. So schlimm, ja? Ja, macht einiges einfacher. Wenn man sich richtig liegen kann, man mit dem Lockschuppen auch was Schönes basteln, aber letztendlich ist ein Ringlockschuppen noch schöner. Aber ich habe jetzt gesehen, dass das mit den Weichen so richtig, richtig schön funktioniert. Ich teste jetzt wirklich das Maximalste aus, was das jetzt wirklich ich herausholen kann. Für Trainfeber gab es doch eine Drehscheibe. Ist es die von Tom oder? Nein, die ist, glaube ich, vom Wohlstandskind oder Schwarzfahrer. Wirklich, also hat die so richtig funktioniert, so Nein, Drehscheibe. war nur Assessment. Ja, Also die du war konntest damit bloß. drüber fahren, ne? Drüber fahren konntest, ne? Ja, du hattest Möglichkeit Depot, aber da ist nur aus einer Dings rausgekommen. Aber immerhin. Hätte auch Oder? gereicht. Ja, das war bloß eine optische Sache. Entschuldigung. Ja, wir betreiben hier Schönbau, neue Grenzen austesten. Und da denke ich mal, da fehlt einfach noch mal kurz einebnen. Tja, was soll ich da jetzt zu sagen? Ich versuch's einfach. Andersrum. Ja, minimal, aber. Puh. Schaut ihr überhaupt noch zu? Ja. Ja. Was seid ihr alle schon eingeschlafen? Nein, wie kommst du denn da drauf? So ruhig auf einmal so. Zu ruhig. Ja, ich warte, dass Du mein Spiegelstart lädt. Ich werd's erst, wenn du uns schnarchst. Wie viele Depots willst du setzen?
Mindestens, wenn nicht mehr, also 6 Stück habe ich eigentlich so in. Schon mal drei. Ja. Aber, du bringst mir gerade auf eine Idee. Dankeschön. Gern geschehen, was auch immer ich jetzt gesagt habe. Das wirst du gleich sehen. Ja. Ja. Das wäre ihr Preis gewesen. Jetzt hoffen wir, dass das funktioniert. Was ich da vorhabe. Was kommt jetzt? Es Jetzt kommen die Kamele mit der dicken Beute. okay. Die Frage ist, ob ich es nachher auch wirklich alles verbunden bekomme. Mit einer Drehscheibe, ja. Ja. Der war, ja, ist okay. Ja, du verlangst, dass wir dir helfen sollen, dann helfen wir dir und dann lachst du uns aus. Also was soll der Mist? Wir machen uns so eine schwere Arbeit, um die Leute dazu zu kriegen, dir die Drehscheibe zu besorgen. Oh, ich sehe nichts. Dann nimm die Sonnenbrille ab. Oh nein. Runter. Ach, deine Miete kannst du mal wieder nehmen. Okay. Der Ansatz ist gar nicht mehr so schlecht. Hm.